Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Epronus ist wieder am Start und zwar in der nächsten wieder nächsten Vorstellung. Und zwar hatten wir ja schon lange keine Transparent Hearing Kopfhörer mehr, hätte ich jetzt fast gesagt. Nein, das hier ist ein bisschen was anderes. Das sind die Bone Conduction Sport Headphones. Und zwar Bone Conduction heißt ja die Knochenschallkopfhörer. Wie oder wo muss ich mir das jetzt vorstellen? Naja, das funktioniert ganz einfach so, indem ich mir jetzt sage, ich lasse mir die Musik nicht laut in die Trommelfelle reinballern, sondern Bone Conduction heißt Knochenübertragung. Und das ist Hammer Amboss Stein. Bügel. Wer sich so ein bisschen im Biologieunterricht damit auseinandergesetzt hat, der weiß, wovon ich rede. Das sind nämlich unsere Ohrknöchelchen, die natürlich mit Hilfe des Hammeramboss und Steigbügels unser Trommelfell in Schwingungen versetzen. Und das ist tatsächlich auch das ein oder andere Symptom dafür für die Schwerhörigkeit. Wenn das Ganze nicht mehr so gut funktioniert, diese kleinen Apparaturen im Ohr, kann man schlechter hören. Dafür gibt es ein sogenanntes Cochlea-Implantat, welches nicht so ähnlich, naja, doch so entfernt, so ähnlich, sage ich mal, funktioniert. Aber wie gesagt, da gehen wir später nochmal drauf ein. Wir haben hier einen Kopfhörer mit Bluetooth 2.0, nee, nicht 2.0, sondern 5.2 IPX8 Waterproof. Der ist also komplett wasserdicht. Wir haben einen eingebauten 16 GB Speicher drin. Wir haben hier Titan, das heißt, das Ding ist ultra stabil. Und warum erzähle ich euch das jetzt? Weil hier steht es drauf, Runner Diver heißt also Rennen und Tauchen, also Läufer und Taucher. Das bedeutet, wir können diesen Kopfhörer tatsächlich benutzen, um zu schwimmen, um zu tauchen, sage ich mal, wenn wir das denn möchten unbedingt, oder wenn wir einfach nur draußen Sport machen wollen oder natürlich einfach nur auf der Couch sitzen wollen. Ihr könnt damit auch Filme gucken, ist ja auch völlig egal. Da ist das gute Gerät. Was mir hier schon mal ziemlich gut dran gefällt ist, Aftershocks hat ja sowas auch rausgebracht. Jetzt bin ich gerade nicht so auf der Höhe der Zeit, ob, weil ich den nicht hatte. Ich hatte nur die Aeropacks und die neueren. Ich weiß gar nicht, welche das schon wieder waren, aber ist auch egal. Die hatte ich mal ausprobiert und dann habe ich festgestellt, dass Bluetooth logischerweise im Wasser natürlich nicht funktioniert. Das ist ja ganz amtlich. Das heißt, du tauchst unter Bluetooth-Verbindung, Funkverbindung ist einfach weg. Das bringt also schon mal gar nichts. Genauso wie du unter Wasser dein Touchscreen vom Smartphone nicht bedienen kannst. Die schönen Samsung-Telefone sind ja immer alle ganz wasserdicht. Damit kann man auch super Unterwasseraufnahmen machen. Das Problem ist bloß, du kannst den Touchscreen unter Wasser nicht mehr bedienen, weil natürlich die Fläche dann nicht mehr so wahrgenommen wird von deinen Touchfingern. Das ist halt das große Problem. So, aber was haben wir jetzt hier? Wir haben jetzt hier im Lieferumfang zu den Kopfhörern natürlich erstmal eine Bedienungsanleitung. Der ein oder andere weiß, dass ich tatsächlich hier von der Anker eine ganze Zeit die Half-In-Ear-Kopfhörer benutzt habe, bis ich nach einer ganzen Zeit irgendwann mal einen Kopfhörer leise gestellt habe, dass hier 50% Lautstärke sind und bei dem anderen 70%. Das macht natürlich keinen Sinn mehr, damit irgendwie rumzulaufen, weil dann kriegst du wirklich irgendwann einen an der Waffel, wenn die Lautstärke unterschiedlich laut ist. Und dementsprechend ist es dann auch nicht mehr komfortabel, beide drin zu haben, sondern jeweils nur einen. Dann hatte ich mir nochmal zwischendurch die Bone Conduction Kopfhörer angeguckt, die sie zuerst rausgebracht haben. Das war teilweise eine echte Katastrophe, schade eigentlich. Jetzt gucken wir uns mal die an, die tatsächlich wasserdicht sind und sogar, wie ich jetzt hier sehe, hier die USB-Übertragung anscheinend mit haben für Daten, denn das ist hier ein eigenes entwickeltes Kabel. Das gab es so bei den anderen Kopfhörern, glaube ich, nicht mehr. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr so ganz sicher. Ist ja schon wieder eine Weile her. Und mit Magnetverschluss können wir die Dinger eigentlich nur in eine Richtung anbringen. Genau so rum passen sie nicht. Das heißt, von alleine, zack, setzen die sich hier ran und dann könnt ihr hier Daten mit übertragen auf die Kopfhörer, denn das sind ja nun 16 GB. Und das bedeutet, dann könnt ihr auch Unterwassermusik hören. Also wenn ihr denn jetzt 2-3 Meter mal taucht, dann unterbricht die Musikwiedergabe an der Stelle nicht. Das soll so zumindest das Versprechen sein. Da bin ich natürlich mal sehr gespannt, ob die das Ganze unter Wasser dann mit abhalten. Somit könnte man theoretisch, auch wenn es wahrscheinlich sehr unpraktisch ist, unter der Dusche damit Musik hören. Auch wenn man dafür einfach Musikboxen nehmen könnte. Ja, ansonsten, was haben wir jetzt hier? Wir gucken mal drauf. Es ist leider komplett auf Englisch, deswegen gucken wir einfach mal zu zweit drauf. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, nochmal zu sehen, was los ist. Und zwar haben wir hier Enter SD Mode, Double-Click den Power-Button, dann sind wir im MP3-Player-Modus sozusagen drin. Und dann können wir natürlich jetzt hier damit auf der einen Seite Musik hören, per Bluetooth, also drahtlos, oder natürlich vom integrierten Speicher. Die Power-Taste, habe ich gerade entdeckt, ist hier vorne. Wir machen mal an. Ja, hört man auch tatsächlich. So, wir machen den hier erstmal ab. Die sind ja erstmal schon vorgeladen. Ah ja,
Hier sieht man wunderbar, wenn wir in den Pairing-Modus gehen, dann sieht der ganze Spaß natürlich so aus. Nochmal ganz kurz zwischendurch. Wir gucken mal ganz kurz zusammen drauf, damit mal jeder weiß, worum es hier geht. Die Dinger sollen eigentlich 200, also 199 Dollar kosten oder jetzt gerade 169,99 Dollar, also ungefähr 145, 148 Euro. Kommt immer ganz auf den Wechselkurs drauf an. Aber die Dinger sind, wie gesagt, zum Schwimmen geeignet. Sie sollen bis zu 10 Stunden Musik spielen können. Sie sollen in 1,5 Stunden aufgeladen sein. Das hört sich soweit ziemlich cool an. Sie sind natürlich logischerweise schweißresistent, wenn das Ganze denn auch so funktioniert. Und sie haben halt den eingebauten Speicher und wir können laut und leise direkt am Kopfhörer auch einstellen, sowie Play und Pause, was über die Power-Taste funktioniert. Und hier haben wir tatsächlich noch eine Taste. Die werden wir uns dann auch gleichzeitig nochmal anschauen. Also das ist schon mal ziemlich genial, was man so gemacht hat mit den 180 mAh und 5,2, was will ich denn immer damit, 5,2 Bluetooth, sollen wir um die 10 Stunden hinkommen. Aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn, genau das waren die anderen. Die Bone Conduction Kopfhörer, die waren nicht sehr empfehlenswert für 60 Dollar, deswegen sind die auch rapide jetzt im Preis am Fallen, weil es einfach keinen Sinn, also bei mir zumindest, muss ich sagen, hat es keinen Spaß gemacht, damit Musik zu hören. Hier bin ich jetzt sehr gespannt. Wir machen Folgendes, wir gehen natürlich erstmal direkt jetzt in den Pairing-Modus mit unserem Smartphone rein. Das bedeutet, wir gucken erstmal hier alles durch. Da sind die Runner Diver. Drücken da einmal direkt drauf. Gehen mal direkt auf Pair. Jetzt bin ich gespannt. Da ist SBC. Das ist also das Wichtigste, was wir direkt wieder beachten müssen. Wir haben jetzt hier nur die Möglichkeit, über den SBC-Codec Musik zu hören. Das ist natürlich sehr schade, also hier gibt es kein AAC, aber ich denke mal, das macht klanglich auch keinen großen Unterschied, weil, wie gesagt, die Kopfhörer ja auch keine 10 mm Treiber haben, die jetzt ultra high fidelity Musik an der Stelle wiedergeben. Ihr seht schon, die blinken auch die ganze Zeit, das ist jetzt vielleicht nicht weiter schlimm, somit ist man im Wasser auf jeden Fall immer auffällig unterwegs. Und wir können natürlich jetzt direkt erstmal das Wichtigste machen, was es eigentlich hier so gibt, und zwar gehen wir jetzt mal in die No Copyright Sounds rein. Und dann werden wir das erste Mal darüber die Musik live abspielen, damit jeder so mitbekommt, worum es denn eigentlich geht. Dazu brauche ich jetzt mal was, weil ihr hört natürlich nicht viel. Ich kann euch zwar sagen, wie der Klang ist, ich will euch aber mal zeigen, wie das mit dem Klang funktioniert. Denn wir müssen dazu hier einen Hohlkörper, in dem Moment die Packung mal benutzen, legen da sozusagen den Treiber drauf und dann sollte das ganz gut funktionieren. Und wenn ich das hier richtig sehe, sind das etwa Mikrofone? Also wenn das tatsächlich der Fall ist, werden wir das selbstverständlich auch ausprobieren. So, Musik läuft. Wir machen mal diesen hier. Hört man schon. Aber gleich wird es spannend. Achtet drauf. Das ist sozusagen das Beste, was man zeigen kann. Interessant, ja? Kaum Klang. Hammer, ja? Also der Schall wird sozusagen hier übertragen, ja? Auf einen flächendeckenden Hohlkörper idealerweise. Und das klingt dann auch so ähnlich bei euch im Ohr. Wir haben natürlich nicht die volle Basslast. Wir gucken mal, was passiert, wenn ich es aufs Tisch lege. Achtung! Verrückt, oder? So, das Schöne daran ist, die könnt ihr verbiegen, wie ihr wollt. Die halten auf jeden Fall immer wieder die letztgewählte Funktion und Form an. So, wenn ich jetzt hier drauf drücke, einmal drücken, Minus, ist klar, Plus ist Plus. Das ist sehr gut. Wenn ich gedrückt halte, kann ich tatsächlich die Titel wechseln. Das ist auch sehr, sehr cool. Das bedeutet, auf Plus geht es einen Titel weiter. Minus gedrückt halten, geht es wieder einen Titel einfach zurück. Sehr geniale Sache. Wenn ich die Power-Taste drücke einmal, wie ich vermutet habe, ist das die Play-Pause-Funktion. Sehr gut, auch unter Wasser, sage ich mal, oder im Wasser. Somit braucht ihr dann nichts weiter, weil ihr ja euren Player habt. Nee, hier ist doch keine Taste. Also es gibt nur die drei Tasten. Also Plus, Minus für Lautstärke oder Titel vor- und zurück scannen. Beziehungsweise hier die Play-Pause-Taste, Pairing-Taste, beziehungsweise aber auch An- und Ausschalt-Taste. So, ich werde die Dinger jetzt natürlich erstmal ausprobieren. Und dann werde ich euch natürlich jetzt sagen, wie gut die Qualität ist oder zumindest wie ich das empfinde. Was haben wir hier noch? Das sieht man jetzt ganz gut. Wenn ich natürlich schwimmen gehe oder wenn ich den ultimativen Klang haben möchte, dann gibt es hier solche Ohrstopfen. Die sind hier extra dreifach gefüttert, sage ich mal, mit Silikon. Die stopft ihr euch in die Ohren, dann habt ihr den besseren Sound. Weil man darf hier eins nicht erwarten, die Kopfhörer sind zwar relativ preisintensiv, aber sie liefern euch niemals so guten Klang, so klaren Klang, wie irgendwelche normalen In-Ear-Kopfhörer, die 50, 60 Euro kosten, weil sie ja hier eine spezielle Knochenübertragungstechnik haben, die an der Wange sozusagen
in Stand geht, am Kieferknochen lang geht, bis zum Hammer-Amboss-Steigbügel, sage ich mal. Und selbst Gehörgeschädigte können hiermit tatsächlich Musik wieder wahrnehmen. Also nicht zu 100%, weil ja, wie gesagt, das Innenohr teilweise beschädigt ist oder wer weiß, wo die Schädigung ist. Aber man kann darüber wieder, wenn man nicht taub ist, aber teilweise schwerhörig ist, besser Musik hören. Das ist so eine Art, sage ich mal, als wenn man jetzt hier die Möglichkeit hat, dass man, ja, ich sag mal, so eine Art Hörgerät benutzt. Und das funktioniert hiermit sehr gut. Was wir uns natürlich nochmal direkt angucken wollen, ist der Synchronitätstest. Das ist mir natürlich jetzt schon mal ganz wichtig, weil das weiß ich jetzt am Anfang auch nicht, ob die synchron sind oder nicht. Das werden wir aber innerhalb von ein paar Sekunden rausfinden. Auch dafür seid ihr direkt live dabei. Und wenn es ein Mikrofon, also hier drin richtig gibt, zum Telefonieren, werden wir auch das natürlich zusammen uns gleich anhören. Ich werde es einblenden. So, hört euch das an. Die haben auf jeden Fall schon gut Druck, wie man so hört und wie man das so sieht, sind sie synchron. Das heißt, auch Filme gucken ist hiermit soweit kein Problem. Ich werde die Dinger jetzt aber auf jeden Fall erstmal ausprobieren. Werde die sowohl draußen im Straßenverkehr probieren, natürlich ohne Ohrstöpsel, weil somit kannst du Fahrrad fahren und hast gleichzeitig alles ringsherum im Blick. Natürlich wird es schwierig, wenn du einen Helm trägst, dann sind die Dinger teilweise durch den hinteren Gurt hier etwas, ja, schwierig, sage ich mal. Sie sind auch nicht weiter verstellbar, aber das Gute ist, meistens passen sie, weil ja der Mensch immer ungefähr einen gleich großen Kopf hat. So, ich probiere sie jetzt an der Stelle erstmal aus und ich werde euch dann ein paar Mal ein Feedback geben. Willkommen jetzt hier zum Mikrofontest an der Anker Runner Diver. Sie sitzen gerade bei mir auf den Ohren und ich muss sagen, dafür, dass sie wasserdicht sind und man damit schwimmen und tauchen kann, ist das Mikrofon ganz in Ordnung. Es wird jetzt der ein oder andere wahrscheinlich nicht auf die Idee kommen, irgendwo im Whirlpool mit den Dingern ein bisschen herumzuplanschen und dann zusätzlich auch noch zu schwimmen und dabei telefonieren zu wollen. Da reißt nämlich die Bluetooth-Verbindung meistens ab. Aber trotz alledem muss ich sagen, ist das Mikrofon völlig in Ordnung und reicht auch vollkommen aus. Damit geht es jetzt wieder weiter mit dem Video. So Freunde, nach einigen Tagen kann ich euch jetzt mal das Endergebnis präsentieren. Und zwar habe ich jetzt hier die einfachen Naenka Runner Diver völlig mal ausprobiert. Ich war zwar nicht schwimmen mit den Dingern, aber ich muss einfach mal sagen, ich denke mal, wenn man damit schwimmen geht, wird es sich jetzt auch nicht sonderlich verändern. Denn man kann sich ja Ohrenstöpsel, wie gesagt, in die Ohren reinpacken, um dann das ultimative Soundergebnis rauszuholen. So, fangen wir erstmal direkt vorne direkt mit an. Also ich habe ja schon gesagt, SBC ist der Codec, der jetzt hier an der Stelle mit übertragen wird. Das ist leider ein bisschen traurig, denn ich hatte mich doch recht erinnert und da war ich mir jetzt am Anfang doch nicht so ganz sicher, dass es ja von der Anker die Runner Chick gab und die Runner Chick definitiv damals AAC hatten. Das waren diese Dinger hier. Die AAC oder die Runner Chick Kopfhörer hatten hier damals den ja, großen Nachteil, dass sie bei mir nicht direkt gut saßen. Deswegen liegen sie auch immer noch im Schrank hier, witzig, weil irgendwie so richtig haben sie sich nicht an die Kopfform angepasst. Das Ganze sieht man auch hier schon mal ganz gut, wenn ich die jetzt hier so hinlege. Die sind hier ziemlich straff, wie man so sieht. Das sind jetzt die Runner Diver und die Runner Chick, die waren, ja, die sind nicht so straff. Die hier sind straffer. Das ist schon mal ziemlich gut. Der Titanrahmen macht hier gute Arbeit. Die hatten ja AAC und die haben nur SBC. Höre ich da jetzt einen Unterschied? Nein, muss man ganz einfach mal so sagen. Das ist so, wie es ist. Denn wenn man jetzt hier noch den Unterschied hören würde, wäre das natürlich genial. Aber ich muss eins sagen, was die Runner Chick damals als Nachteil hatten, zeige ich mal ganz kurz hier. Ich habe sie einfach mal direkt alle verbunden. Wir haben jetzt hier Runner Chick mit AAC Codec. Da seht ihr es nochmal. Die Runner Diver haben nur den SBC Codec und die Open Move von Aftershocks, die habe ich selbstverständlich auch nochmal hier, die haben dann auch nur den SBC-Modus. Ich musste so ein bisschen mal vergleichen. Ich habe selbstverständlich die auch, die Aeropacks nochmal direkt ausprobiert, weil ich wissen wollte, normalerweise, wenn die Dinger hier $169 kosten, dann müssten die ja besser klingen oder mindestens genauso gut wie die Aftershocks Aeropacks, also diese hier. Das tun sie nicht. Das ist der Witz daran. Also die Aftershocks klingen definitiv besser. Das muss man sagen. Die haben andere Treiber. Bisschen traurig in dem Preisbereich. Hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erhofft. Ich finde sogar, dass die Runner Diver auf dem ja, Niveau klingen der Open Move. Und die Open Move, die kosten ja unter 100 Euro. Und die kosten ja dann so $169, also 150 Euro, 145 Euro, je nachdem ob Angebot oder nicht. Und dann kommen die Runner Chick und die Runner Chick kosten normalerweise um die 40 bis 50 Euro, je nachdem ob Angebot ist oder nicht. Aber die sitzen einfach auch schlecht. Das muss man leider so sagen. Die haben halt keinen eingebauten MP3-Player, hatten halt eine Bluetooth-Connection und das bringt mir natürlich im Wasser nichts, wenn die Verbindung dann immer wieder abreißt. Diese hier sind aber auf jeden Fall komplett wasserdicht.
wasserdicht, weil die sind ja hier nicht mal wasserdicht. Hier können wir ja direkt mit ins Wasser hüpfen, dann sind die kaputt. Also davon mal abgesehen, für komplett wasserdichte Kopfhörer kann man hier an der Stelle nichts sagen. Jetzt haben wir natürlich den ultimativen Vorteil, was wir sehen müssen bei den 140, 150 Euro, dass wir hier 16 GB eingebauten Speicher haben. Also ich kann damit auch unter Wasser Musik hören, wenn ich Ohrenstöpsel drin habe. Oder wenn ich jetzt meinetwegen so schwimmen gehe, geht natürlich auch draußen. Aber vom Klang her muss man ganz einfach sagen, die Membranen sitzen gut am Kieferknochen dran. Die Übertragung ist ganz in Ordnung, das habe ich euch ja schon demonstriert. Das kann man auch hören, aber wie gesagt, es fehlt ein bisschen an Basstiefe, auch wenn die Ohren offen sind. Das können die von Aeropex irgendwie besser. Aftershocks meine ich, nicht Aeropex, von Aftershocks. Die können das irgendwie besser umsetzen durch die Treiber, die sie da drinnen verbaut haben. Die haben da so eine spezielle Technologie, dieses Premium-Pitch, was da mit funktioniert. Wie das genau funktioniert, kann ich mir auch nicht erklären. Das ist Premium-Pitch 2.0 und das macht den Unterschied definitiv. Und die haben ja dann auch IP67, sind wasserdicht, sehe ich gerade. Haben aber halt keinen MP3-Player. Was hier der große Nachteil ist, wir haben hier so ein ganz normales Kabel. Das muss hier natürlich drangebracht werden, ist zum Laden gut, geht auch fix, dann sind die auf 100%. Der große Nachteil ist hieran allerdings die Datenübertragung. Ich habe eben gerade nur ein Hörbuch übertragen mit 200 Megabyte. Das hat 5 Minuten gedauert. Also ich habe mal kalkuliert, wenn ich mir jetzt wirklich den Speicher vollhauen sollte, mit 16 GB bist du da einen Tag fast mit beschäftigt. Das ist natürlich schlecht. Also bei 500, 600 Kilobyte die Sekunde, hier ein Bild an der Stelle, könnt ihr euch nochmal überzeugen. Und schneller wird das nicht. Das ist ja USB minus 2.0, wenn man das Ganze so möchte. Das ist sehr schade. Aber wie oft wechselt man da Musik? Es gibt den einen oder anderen, der macht es öfter, der ein oder andere macht es weniger. Was ich cool finde ist, wir haben ja hier, wie gesagt, die Power-Taste. Ich bin jetzt im Bluetooth-Modus. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, doppelt, dann sagt die mir Music-Modus. Und die hört mal. Die Leute hier sind gewiss nicht so wild. Was ziemlich cool ist, ich habe jetzt hier 3 normale Lieder bei. Die blende ich euch jetzt hier an der Stelle mal ein. Also zumindest das Bild, was ich aufgenommen habe. Weil da war so ein Piratensymbol und ich dachte, hoffentlich hast du dir jetzt keine Spyro-Malware auf dem PC geholt, wenn du die Naenka hier anschließt. Aber sind 3 Flak-Lieder schon drauf. Die klingen gut, aber ich höre keinen Unterschied zwischen Flak und MP3-Musik. Das muss man einfach so sagen. Ob per Bluetooth angesteuert oder direkt jetzt hier drauf. Aber was cool ist, wenn ihr hier das Ding über, also für Hörbücher nutzt, die ersten 3 Lieder sind drauf, dann habe ich einen separaten Ordner erstellt von dem Hörbuch, habe das übertragen. Es steht eigentlich in der Bedienungsanleitung drin, keine separaten Ordner anlegen. Ich habe es trotzdem gemacht, um es auszuprobieren. Funktioniert auch. Die 3 Lieder, die Flak-Lieder liegen einfach so auf dem Device. Und wenn ich den Ordner reingepackt habe mit, weiß ich nicht, 20, 30 Dateien oder was das waren, dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, natürlich direkt vor und zurück die Titel zu springen. Das ist natürlich ein Glücksspiel, weil ich natürlich nie weiß, welches ist jetzt Kapitel 1, 2, 3. Das wird ja bei einem Hörbuch nicht immer gleich gesagt. Und dann muss ich natürlich hören, habe ich das schon mal gehört oder höre ich einfach weiter. Und jetzt kommen wir zu dem spannendsten Punkt. Wenn ich die komplett ausschalte, dann wieder einschalte, Doppelklick mache, dass ich in den Musikmodus komme, dann spielen die einfach genau da weiter, wo ich sie heute früh meinetwegen um 10 ausgeschaltet habe bei dem Hörbuch und abends um 18 Uhr spielen sie genau an derselben Stelle weiter. Das heißt, sie speichern es im Hintergrund ab. Genauso funktioniert es auch mit der Musik, die sozusagen abgespielt wird. Das heißt, sie wird mitten im Lied pausiert, wenn ihr sie ausstellt und macht ihr sie dann beim nächsten Tag wieder an. Mitten im Lied spielen die einfach weiter. Das ist schon mal ziemlich cool. Und Hörbuch und Stimmenverständlichkeit, ihr habt es gerade gehört, machen wir es nochmal kurz, rechts und links. Barmherzigkeit und Freundschaft vollziehen konnte, zumindest so viel wie ein funktioniert auch sehr gut. Dann noch die Lautstärkensteuerung ist soweit gar kein Problem. Wir könnten dann jetzt hier gedrückt halten. Geht. Das heißt, interessant, ja? Also wir können jetzt hier gedrückt halten, Titel zurück oder Titel vor. Ja, ich will jetzt bloß nicht hier den Copyright-Sound noch verbreiten, aber es geht. Geht. Minus ist immer Titel zurück und vor sind Titel vor. Ansonsten einmal hier draufdrücken an der Seite und dann war es das wieder. Funktioniert also soweit sehr gut. Was ich schade finde, ist, dass die Dinger jetzt ziemlich teuer sind. Also wenn ich jetzt so sagen würde mit integrierten MP3-Player und die würden sich so um die 100, 110 Euro wahrscheinlich so rum ansiedeln, dann ist das gut, weil dadurch, dass die OpenMove ja in dem Moment gerade mal so um die 80, 90 Euro kosten, je nachdem, wann sie gerade mal im Angebot sind, vielleicht auch weniger, die haben halt keinen MP3-Player. Und sind nicht komplett wasserdicht. Da sind die ja schon ziemlich cool, weil die halt wasserdicht sind. Ihr könnt dabei ja schwitzen, schwimmen, Fahrrad fahren oder dergleichen. Überall könnt ihr euch Oropax reinhauen oder ganz normal die Ohren zustöpseln und dann habt ihr auf jeden Fall einen besseren Ton. Den Klang immer nachstellen ist sehr schwierig bei solchen Kopfhörern. Deswegen sage ich mal, letzter Platz weiterhin hier die Runner Chic, also die
für 40, 50 Euro. Die sind wirklich ja, einfach nur schade, dass die halt nicht richtig dran sitzen. Man sieht das Ganze hier auch. Wenn ich jetzt die hier so hochhalte, ja, und wenn ich die hier so hochhalte, dann ist der Winkel hiervon irgendwie falsch bemessen. Ich weiß auch nicht warum. Die kann man leider auch nicht drehen, weil die sich immer wieder zurückbiegen. Die müsste ich so randrücken bei mir an den Kieferknochen. Das muss ich hier gar nicht. Die sitzen ideal drauf. Dann ist sozusagen das der letzte Platz. Ich würde sogar sagen, dass ich jetzt die Naenka Runner Diver mit den Open Move von Aftershocks auf eine Stufe stelle. Preislich leider nicht, weil die halt teurer sind. Aber sie haben halt den MP3-Player drin. Und ansonsten klingen sie ungefähr ähnlich. Das unangefochtene Königsmodell, das muss man einfach mal sagen, sind einfach hier die Aftershocks. Also die Aeropex Aftershocks kosten zwar auch 169 oder 179 €, je nachdem, wann sie gerade mal auf Amazon günstiger sind, dann ein paar Euro weniger. Die sind unangefochten bei mir die Nummer 1. Das sind jetzt alle die, die ich bisher ausprobiert habe. Das ist sehr ärgerlich, dass es halt so ist, wie es ist. Aber die Runner Diver machen halt ihrem Namen alle Ehre. Tauchen könnt ihr damit definitiv, schwimmen könnt ihr damit auch, schwitzen könnt ihr damit auch. Und wie gesagt, MP3-Player ist auch drin, halt eine langsame Datenübertragung. Ansonsten macht das wirklich Spaß, darüber Musik zu hören, ob das SBC oder AAC-Codec ist, gehupt wie gesprungen. Das macht gar keinen großen Unterschied, denn wenn wir mal ganz kurz direkt draufschauen, haben die Runner Diver den SBC-Codec und die Open Move auch den SBC-Codec. Also ist das eigentlich jetzt wirklich nicht der Rede wert. Und wenn wir jetzt hier nochmal ganz kurz bei denen hier reinschauen, schalte ich die nochmal ganz kurz dazu. Die machen wir nochmal ganz kurz an. Dann wollen wir nochmal sehen, die Aftershocks Aeropex, die haben nämlich auch nur, wie man sieht, SBC-Codec. Wollte ich jetzt bloß mal einen Vergleich haben. Das heißt SBC, nur die Runner Chick hatten AAC, der Rest SBC-Codec. Reicht in den meisten Fällen eigentlich auch aus. Das soll es an der Stelle erstmal gewesen sein. Wer sich da nochmal ein direktes Vergleichsvideo wünscht, kann ich gerne das nochmal aufnehmen. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, aber mehr als das, was ich gesagt habe, gibt es eigentlich nicht zu sagen. Und ich bin an der Stelle erstmal raus. Bis zum nächsten Video und auf Wiederschauen. Ich verlinke euch die Dinge alle unten mal in der Videobeschreibung nach Platzierung, so wie ich es hier gesagt habe. Schwer zu sagen, wie gesagt, wie das der ein oder andere wahrnimmt. Das kommt immer auf die Kopfform drauf an und wie gut man halt die Musik dann natürlich so wahrnehmen kann. Jetzt bin ich aber erstmal raus. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.